Die FFH Hessen Reporter aus den 6 Regionalstudios. Die Nachrichten für Mittelhessen. Jetzt. Die FFH Fußballschule geht in diesem Jahr erstmals neue Wege. Zum ersten Mal wird nämlich auch ein Kurs für geistig und körperbehinderte Kinder angeboten. 40 Kinder aus 3 Schulen in Mittelhessen können mitmachen. Sie bekommen dafür sogar extra schulfrei. Heute wurde das Projekt an der Martin-Buber-Schule in Gießen vorgestellt. Michael Trippel vom Hessischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband sagt am FFH-Mikro. Wir haben einige Anfragen gehabt von Eltern. Da ging es auch darum, wie können wir was anbieten in Form von einem Fußballcamp. Einige Eltern haben halt gesagt, dass sie in normaler Fußballschule jetzt nicht so mitkommen, die Kids. Und da haben wir gesagt, wir machen jetzt mal so ein Fußballcamp für Kinder mit Handicap. Und da haben wir uns als Partner die FFH Fußballschule rausgesucht. Und das ist natürlich super, dass das in der Kooperation auch so funktioniert hat. Und da freuen wir uns drauf. Die FFH Fußballschule für Kinder mit Handicap findet am 6. und 7. Mai in Wetzlar statt. Künftig soll es dieses Angebot häufiger geben. Judith Kolb, Wetzlar.